eine kleine Videotutorial, um herauszufinden, wie ihr euer Holzboden retten könnt, euer Parkettboden retten könnt, falls dieser alt ist und anfängt zu zerbrechen. Ihr braucht Farbe. Also was wichtig ist, ist, dass es Holzfarbe ist. Ha? Und hier heißt die Tech. Schaut, dass die Farbe etwas dunkler ist als euer Holzboden. Hm? Danach braucht ihr eine Rolle, um es zu verteilen auf eurem Boden. Ha? Okay, ich habe diese Rolle an einem Stock angehängt mit etwas Tesafilm, damit es leichter ist. Und ihr braucht diesen Tesafilm, oder ich weiß nicht, wie ihr das nennt, aber ihr braucht das, das findet ihr überall, ihr braucht das, um den nassen Teil des Bodens von dem trockenen zu unterscheiden. Weil, wenn ihr das Apartment noch benutzen möchtet, solange ihr diese Arbeit durchführt, muss es klar sein, wo ihr laufen könnt und wo ihr nicht laufen könnt. Deswegen seht ihr hier den Boden, den ich vor einer Woche gemacht habe. Hier den frischen Boden, den ich frisch gestrichen habe. Ein zweites Mal. Ich habe ihn auch davor schon mal gestrichen, aber jetzt habe ich ein zweites Mal gemacht, damit das Resultat besser ist. Also dieser hier ist noch nass. Da kann man nicht drauf laufen. Hier kann man drauf laufen. Okay, das ist nur eine kleine Review. Eine kleine Tutorial oder... Die längere habe ich auf Französisch gemacht. Es ist nur um die Leute, die kein Französisch sprechen, um denen weiterzuhelfen und schnell zu zeigen, wie man es macht. Etwas zum Schluss: Ist es gut, wenn ihr die Möbel auch noch mit Tesafilm schützt, damit sie nicht keine Farbe bekommen? Okay, das ist alles. Ciao.